Hast du dir dein Make-up denn besorgt? Ist das L'Oreal Paris oder von Maybelline New York? Ha? Du fetter Untermensch, was bist du denn für ein Untermensch? Und wie bekommt jemand wie du 400 Fans? Was wollen so fette Spassen schon in der Battle machen? Alles bevor ich Panik schieb, sind deine Fressattacken und deine Genezustand. Ist mir scheißegal, was für Probleme du hast, schrei mich nicht so an, wenn wir hier reden zu hart. Ich hab so viel Scheißzeit mit Recherche vertrieben. Wünschenswerter wär's gewesen, Herpesen kriegen oder schmerzhafte, ernste Geschwüre unter den Füßen, während diese auf einer glühenden Herdplatte liegen. Kein Scherz, die letzten zwei Wochen waren ernsthaft eine Krise. Jetzt weiß ich, wie Jay sich fühlt in meinem Kerker verließ. Du musst hier raus. Allein wegen deines Beatgeschmackes. Meine RR wird beschissen, denn dein Beat ist kacke. Ey, eure Recherchen betreiben, check das. Es gibt ein Interview, wo du ein Eis isst, weil du fett bist. Deine Schmandfresse gibt mir keinen Grund zum Lachen. Nach dem VBT als YouTuber ungewaschen. Ey, du bist sowas von wack und mit Brain ranziger als Fiona und Shrek. Machst auf Nazi, weil ihr egal ist, was die anderen von dir so denken. Und statuierst damit das Abziehbild deines Minusmenschen. Ey, oh, was geht ab, Dicker? Check den Scheiß. Ausgerechnet du Speck, ihr bezeichnest ab als fette Schwein. Ja. Als wer von euch beiden ab hier das Moppischen. Als ob das hier die Klamotten und das die schlanken, zarten Glieder eines Optimalgewichtsmodels sind. Ey, Props an dein beachtliches Doppelkinn. Das hat ein Doppelkinn und das hat ein Doppelkinn. Und wiederum das Doppelkinn davon hängt in den Socken drin, ey. Deinen Scheißstyle feiert kein Spaß. Und deinen Scheißstyle als Scheißstyle zu bezeichnen ist doch Schmeicheln. Ab dem VBT liegt leider nicht deine Zukunft. Vielleicht hast du ja Erfolg mit Schminktipps bei YouTube mit deiner dicken Freundin. Digga, das ist ein Trend und sicher kein Zufall, dass die sich Bibi nennt. Was Gutes hat die Schminke? Ja, in deinem ekligen Face. Sie verdeckt die blauen Flecken, Hashtag Schläge von Brain. Ey, eure Recherchen betreiben, check das. Es gibt ein Interview, wo du ein Eis isst, weil du fett bist. Deine Schmandfresse gibt mir keinen Grund zum Lachen. Nach dem VBT als YouTuber ungewaschen. Ey, du bist sowas von wack und mit Brain ranziger als Fiona und Shrek. Machst auf Nazi, weil ihr egal ist, was die anderen von dir so denken. Und statuierst damit das Abziehbild deines Minusmenschen.